Hi, hier ist Elvis von Otaku TV. Heute stelle ich euch den Anime The Demon Sword Master of Excalibur Academy vor. Also fang an, auf deinem Stuhl zu schreien, während wir uns gemeinsam diesen Anime anschauen. Los geht's! Leonis war ein hässliches, wertloses, isoliertes Kind, das von der Menschheit verraten wurde, weil er der stärkste, übermächtigste Held war. Er wurde von Gott als Dämonenlord wiedergeboren, um die ganze Welt zu zerstören. Im Jahr 447 hetzte er seine Skelettarmee in den ersten heiligen TikTok-Krieg. Soll ich nach Berlin kommen? Warte, Barello. Soll ich nach Berlin kommen? Komm. Seit wann kommt der Knochen zum Hund? Doch während sie die Menschen töteten, wurden sie alle wiederbelebt und von den Engeln mit göttlichen Kräften gesegnet. Als ein riesiger Drache anfing, Feuer auf seine Burg zu regnen, saß Leonis in seinem Korridor und sah zu, wie die 6 Helden, nachdem sie von Göttern gesegnet worden waren, alle seine Festungen zerstörten. Nachdem alle seine Skelette von einem magischen Baum vernichtet worden waren, haben die Priester angefangen zu beten, dass die heiligen TikTok-Krieger gemeinsam seinen letzten Stützpunkt zerstören. Ich werde dich auf Flasche sitzen lassen und du wirst eine Entschuldigung. Ich sag dir, hör auf, Mann! Wallah, ruf mich privat an, Leonis sah Arakael, den großen Weisen, der mit den Kräften der Götter reinkarniert war. In seinem Zorn schwor er, ihn lebendig zu verbrennen, doch sein Fenris-General erinnerte ihn an seinen Schwur gegenüber der Göttin der Rebellion. Also akzeptierte Leonis die Niederlage, um seinen Schwur einzuhalten. Als sein Schloss einstürzte, ließ Leonis seinen Zauberstab fallen und versprach, dass er in 1000 Jahren wiedergeboren würde, um die gesamte Menschheit zu vernichten. Nachdem ein Jahrtausend vergangen war, begannen 2 Mädchen die Ruinen seines Schlosses zu erforschen, um das Nest der riesigen Hohlräume darin zu beseitigen. Als sie tiefer vordrangen, stellte Rizalia fest, dass sie die Gruft des Dämonenfürsten betraten. Schließlich erreichten sie das dämonische Tor, wo sie eine Schrift in einer Sprache sah, die sie noch nie gesehen hatte. Sie versuchte, sie mit ihrem Handy zu übersetzen, aber das war genauso wertlos wie ihre Begleiterin Regina, die sagte, sie würde im anderen Raum nach Sprengstoff suchen. Sobald sie weg war, berührte Rizalia die Tür, aktivierte das magische Siegel und öffnete sie augenblicklich. Flammen loderten und in der Mitte sah sie einen riesigen Kristall. Der Begrenzer ihres Radars brach und enthüllte eine Person, die darin gefangen war. Als Leonis sich reinkarnierte, erinnerte er sich an die Begegnung mit Rosalia, der Göttin der Rebellion, die ihm sagte, dass sie in 1000 Jahren in ihrer Kindergestalt auf ihn warten würde und vor seinen Augen verschwand. Gleichzeitig feuerte Rizalia weiter auf den Kristall, um ihn zu befreien, aber Leonis dachte, sie wolle sein Grab rauben. Er zerstörte den Kristall, um sie auszuschalten, aber als er näher kam, stellte er fest, dass sie das heißeste Mädchen war, was er je gesehen hatte. Rizalia fragte sich, warum ein Kind in einem Gefängnissiegel steckte. Als unser Bray in den Spiegel schaut, realisiert er, dass er wieder seine Form aus seiner Heldenzeit hat. Und Rizalia fragt sich nur, wie er eingeschlossen wurde. Sie fängt an, ihn zu tätscheln und an ihre Brust zu drücken, um ihm zu sagen, dass seine Schwester sich um ihn kümmern würde. Leonis fragte sich, wie sie so respektlos gegenüber dem Dämonenfürsten sein konnte, aber er erstickte in ihren riesigen Melonen. Als er aufwachte, stellte er fest, dass sein Körper erbärmlich war, weil er sich so leicht unterkriegen ließ und er konnte nicht glauben, dass es ihm gefiel, wie respektlos sie mit ihm umging. Er erkannte, dass er ihr sein Leben verdankte, weil sie ihre Rationen mit ihm geteilt hatte. Das Mädchen stellte sich als Rizalia vor, ein Mitglied der Excalibur Akademie. Als sie ihn nach seinem Namen fragte, erkannte er, dass er ihr die benötigten Informationen entlocken konnte, indem er sie andog. Nachdem er ihr gesagt hatte, dass er ein 10-Jähriger namens Leonis sei, dachte sie, er habe einen süßen Namen. Er erkannte, dass ihre Reaktion darauf hindeutete, dass seine Vergangenheit vollständig aus der Geschichte gelöscht worden war. Da er jedoch ein Kind ohne jegliche Erinnerungen war, erkannte sie, dass er definitiv von den Void entführt worden war. Zur gleichen Zeit war Reginas Begrenzer fast erschöpft, sodass sie ihr heiliges Schwert beschwor. Rizalia erklärte weiter, dass die Voids dunkle Kreaturen seien und sie nichts über sie wüssten und auch nicht, warum sie Voids genannt würden. Leonis denkt, dass diese Bitch genauso useless ist wie ihre Erklärungen. Das Einzige, was er wissen wollte, war, welches Jahr wir im Kalender der heiligen Götter hatten, aber sie wusste nicht, was der Kalender der heiligen Götter war und sagte ihm, es sei das Jahr 64 des einheitlichen menschlichen Kalenders. In diesem Moment begann die Erde zu beben. Rizalia hatte gefurzt. Rizalia versucht Leonis vor den herabfallenden Felsen zu schützen und verspricht, ihn zu retten. Die Leere durchbrach die Wände des Raumes, aber keiner von Rizalias Schüssen hatte irgendeine Wirkung auf die Bestie. Um zu verhindern, dass es sein heiliges Mosum zerstört, bereitete sich Leonis darauf vor, seine Magie zu wirken, aber er fiel auf die Nase, als der Ogre im Begriff war, sie niederzustrecken. Regina feuerte einen goldenen Strahl ab, um ihm den Arm abzuschneiden, aber der Ogre schaffte es, wieder aufzustehen, also verwandelte Regina ihr heiliges Schwert in einen Drachenblaster.
Als Leonis das Licht sah, das sich bildete, wusste er, dass es keine Magie war. Die Wirkung, die es auf das Leermonster hatte, war stärker als ein Explosionszauber der Phase 4 und er fragte sich, wie es noch stehen konnte. Regina befahl ihnen wegzulaufen und Leonis nahm Reselias Hand. Ihm wurde klar, dass alle seine Reinkarnationspläne mit diesem erbärmlichen Körper scheiterten. Seine einzige Informationsquelle war das heiße Mädchen, das ihn bewegte, aber vor ihnen fiel ein Kristall herunter und eine Lehre der Wyvern-Klasse erschien. Reselia flehte ihn an, wegzulaufen, aber Leonis war entschlossen, seine Kräfte zu nutzen, um die Bestie zu vernichten und aktivierte die Magie seines Zauberstabs. Bevor der Flügeldrache ihn niedermetzeln konnte, stieß Reselia ihn weg und erhielt stattdessen den tödlichen Schlag. Mit herausquellendem Tomatensaft flehte sie ihn an, mit Regina an die Oberfläche zu laufen. Eine zweite Lehre erschien zusammen mit einem dritten Flügeldrachen. Er wollte jedoch nicht weglaufen und hielt ihre Hand, als sie sich dafür entschuldigte, dass sie ihn nicht beschützen konnte, und verstarb. Dasselbe leblose Gesicht erinnerte ihn daran, wie die Göttin ihn wiederbelebt hatte, nachdem er verraten worden war. Als der Wyvern versuchte, ihn niederzuschlagen, schämte er sich, dass er Gefallen an dem tapferen Mädchen gefunden hatte. Also versprach er, ihnen ein Schicksal zu bereiten, das schlimmer war als der Tod. Mit seinem Zauberstab aktivierte er einen Schwerkraftzauber der Phase 8 und zermalmte einen von ihnen. Keiner von ihnen war in der Lage, seinen Schild zu durchbrechen, also stach er auf den zweiten hin. Während der dritte versuchte wegzulaufen, setzte er seinen ultimativen Feuerzauber ein, um den Drachen knusprig zu verbrennen. Bei diesem schwachen Körper hatte er das Gefühl, dass er nur ein Drittel seiner Kraft freisetzen konnte, aber selbst die Knochen überlebten irgendwie seinen Phase 8 Zauber. Als er Reselias Körper betrachtete, wusste er, dass ihm ein Menschenleben nichts bedeutete. Aber weil sie ihr Leben riskiert hatte, um ihn zu retten, versprach er zu tun, was er konnte, auch wenn alle seine Zauber mit dem Tod verbunden waren. In diesem Moment sprach er einen Insignienzauber auf ihr Bein und das Blut begann in ihrem Körper zurückzukehren und in ihrem Mund bildeten sich Fangzähne. Auch wenn sie wütend auf ihn sein würde, wenn sie die Wahrheit erfuhr, wusste er, dass es besser war, als sie sterben zu lassen. Regina gelang es, die letzte Lehrenbestie zu eliminieren und als sie versuchte, mit Reselia zu kommunizieren, wurde ihm klar, dass die Menschen im Laufe der Zeit äußerst fortschrittliche Technologien entwickelt hatten. Reselia kam wieder zu sich und umarmte Leonis, weil sie in Sicherheit war, aber sie war schockiert, als sie sah, dass sie noch lebte, also offenbarte er ihr, dass er sie mit seiner heiligen Zauberei geheilt hatte. Sie hatte jedoch keine Ahnung, was Zauberei bedeutet und Leonis fragte sich, wie viel von der alten Welt verschwunden war. Reselia glaubte, dass er ein heiliges Schwert besaß und so beschloss Leonis, ihrer dummen Geschichte zuzustimmen. Sie erzählte ihm, dass heilige Schwerter in den Menschen auftauchten, als die Leere die Erde eroberte. Aus diesem Grund schlossen sich alle, die diese Fähigkeiten besaßen, der Armee an. Regina ist eine der Trägerinnen des Heiligen Schwertes, aber Leonis wusste nicht, dass sich Seelen in Waffen manifestieren können und fragte sich, warum Reselia keins hatte. Regina kam schließlich zurück, aber Reselia fragte Leonis, wohin die Flügeldrachen verschwunden seien. Leonis sagte, er habe nur gezittert und als er aufgestanden sei, sei es verschwunden. Außerhalb der Höhle forderte Reselia ihn auf, sie zu reiten, what the? Und als sie wegfuhren, versuchte Regina sich vorzustellen. Leonis sagte, es sei wirklich nett, sie kennenzulernen, aber Regina sagte zu Reselia, dass Leonis nicht höflich sei. Reselia sagte ihr jedoch, dass sie sich das nur einbilde und dass es auf der holprigen Straße viel mehr Bewegungen geben würde. Während der Fahrt sagte Regina ihm, er solle sich ruhig an Reselia festhalten, entschuldigte sich aber dafür, dass sie ihn nach seiner Entführung geärgert habe, meinte aber, ein kleiner Schock könne ihm helfen, seine Erinnerungen wiederzuerlangen. Reselia sagte ihr, sie solle aufhören, bevor Leonis erwachsen wird und sich selbst als Mann der Kultur bezeichne, aber Regina sagte, dass alle Jungs sowieso einen schmutzigen Verstand hätten. Entschuldigung. Leonis war der allmächtige und untote König, hatte aber keine Ahnung, warum es sich so gut anfühlte, von dem Mädchen verspottet zu werden, und stellt fest, dass er der Typ wäre, der auf Anime-Conventions gerne auf die Füße getreten wurde. Als sie sich dem Stützpunkt näherten, zeigte Reselia Leonis die letzte Festung der Menschheit, einen der 7 Angriffsgärten auf der ganzen Welt. Und endlich wurde ihm klar, dass er tatsächlich 1000 Jahre in der Zukunft wiedergeboren war. Vor 6 Jahren drangen die Voids durch das Dimensionstor ein und Regina klammerte sich fest an Reselia, weil sie befürchtete, dass ihre ganze Familie untergehen würde. Doch Reselia sagte Regina, dass ihre Eltern und alle anderen Ritter den Kampf niemals verlieren würden. Als das Gebäude zu beben begann, sagte sie zu Regina, dass sie alle beschützen würde, sobald sie ihr heiliges Schwert erhalten hätte. Ihr ganzes Leben lang hatte sie all die Bücher studiert, die ihr Vater ihr geschenkt hatte und sogar ihre große Schwester hatte ihr ein Kleid für all die Tänze gekauft, zu denen sie mit all den Freunden, die sie in der Schule kennenlernen würde, eingeladen wurde. Das Gebäude bebte weiter, während die Explosionen immer lauter wurden, aber Reselia schrie immer wieder, dass alles gut werden würde, aber sie wussten beide, dass nichts mehr so sein würde wie vorher.
Als die Notbeleuchtung erlosch, wollte Resalia ihrer Familie zu Hilfe eilen, aber Regina hielt sie zurück. Resalia sagte jedoch, dass ihre Familie noch nie einen Kampf verloren hatte und versprach, dass alles in Ordnung sein würde. Doch als die Explosion aufhörte und sich die Türen öffneten, waren beide längst eingeschlafen. Die ganze Stadt lag in Trümmern und jeder einzelne Soldat war getötet worden. Als Resalia diese Worte hörte, brach sie zusammen und entschuldigte sich bei Regina dafür, dass sie angelogen hatte, dass alles gut werden würde. Seit diesem Tag wusste Resalia, dass nichts mehr so sein würde wie früher und sie versprach, nie wieder zu lügen. Leonis fragte sich, ob dieser ganze Ort eine Festung war, und die Mädchen erzählten ihm, dass sie hier auch lebten und trainierten. Es war das erste Mal, dass er eine so große Insel gesehen hatte, abgesehen von Reginas riesigen Melonen. Regina erzählte ihm, dass sie auch in der Lage war, über den Ozean zu reisen, um Menschen auf der ganzen Welt zu schützen. Resalia verkündete ihrem Anführer, dass es ihnen gelungen sei, einen Flüchtling zu retten, und sagte, dass er eines der heiligen Schwerter besitze und ihre Wunde aufgrund seines gütigen Flüchtlingsherzens geheilt habe. Leonis fragte sich, warum sie ihn immer wieder als verdammten Flüchtling bezeichneten, woraufhin Regina sagte, dass sich dies auf Menschen bezog, die ihre Heimat wegen der Leere verloren hatten. Und Resalia erklärte ihm, dass es eine ihrer Missionen sei, alle Flüchtlinge zu retten. Sie bräuchten mehr Leute, die so stark seien wie er, um sie an der Front zu unterstützen, aber es war schon zu spät, und so machte sich Regina auf den Weg, um Lebensmittel zu kaufen, als sie zurückkamen. Als sie weg war, sagte Resalia ihm, dass er für die Untersuchung auf sich allein gestellt sei und dass sie sich später mit ihm treffen würde. Doch bevor er durch die Tür ging, ging Leonis ins Badezimmer, wütend darüber, dass alles so schrecklich schiefgelaufen war. Sein Plan, seine Dämonenarmee wieder aufzubauen, war jetzt im Grunde wertlos. Die Menschen hatten sich grenzenlos weiterentwickelt und die leeren Monster waren stärker als die meisten seiner führenden Generäle. Und obendrein hatte er einen wertlosen Kinderkörper. Also rief er Blackus und Sherry zu sich. Er sagte ihnen, dass es schon lange her sei, aber als Sherry ihn erblickte, dachte sie, dass dies seine niedlichste, liebenswerteste Gestalt sei. Ich glaube nicht, dass das ist, was er hören wollte, aber egal. Er sagte ihr, sie solle ihr hässliches Maul halten, und Blackus war schockiert, ihn in seiner heroischen Gestalt zu sehen, da sie sich erst kennengelernt hatten, nachdem er zum Dämonenlord geworden war. Er erzählte ihnen, dass er sie um einen Gefallen bitten wolle, und sagte, dass dieses Land ein künstliches Land sei, das von den Menschen geschaffen wurde. Da sie es immer wieder als die siebte Festung bezeichneten, wusste er, dass es noch sechs weitere geben musste, da sie so mächtig geworden waren. Blackus fand, dass sogar ihr Frieden anders roch, während Sherry nicht glauben konnte, dass sie in der Lage waren, all diese Strukturen zu bauen. Als sie zu schwach waren, um auch nur einen einzigen Elfen zu besiegen, um ihre Kräfte zu studieren, wollte er in ihre militärischen Anlagen eindringen und sich von ihren Lebensmitteln ernähren. Aber Sherry war enttäuscht, weil sie diejenige sein wollte, die sich um ihn kümmerte. Als er ihr sagte, sie solle den Mund halten, bevor er ihr zeigte, warum er der Knochenkönig genannt wurde, entschuldigte sie sich dafür, dass sie ihren Herrn nicht respektiert hatte. Woraufhin er ihnen sagte, sie sollten ihm aus dem Weg gehen, und beide verschwanden. Am Eingang der Stadt kamen Rohre und bliesen ihm einen geheimnisvollen Wind entgegen, und als er weiterging, versuchte ein Begrenzer, sein Mana zu messen. Als er jedoch näher kam, begann der Begrenzer auszuschlagen, also benutzte er seine Mana-Unterdrückung, um seine nachweisbaren Kräfte zu verringern, und ging weiter. Schließlich tauchten zwei Stangen auf und richteten einen Laser auf ihn. Als er dann damit fertig war, spuckte eine Maschine seine Karte aus. Als er sie betrachtete, kam Resalia, um ein Foto davon zu machen, und sagte, dass sie alles Nötige habe, um die Fähigkeiten seines heiligen Schwertes zu registrieren. Da er keins hatte, wusste er, dass er sich an Ort und Stelle etwas einfallen lassen musste. Aber Resalia sagte ihm, dass sie ihn zuerst auf eine Tour mitnehmen würde. Auf dem Weg dorthin sah er, wie fortschrittlich ihre Zivilisation geworden war, und erkannte, dass dies eigentlich ein friedlicher Ort war, an dem man leben konnte. Vor seinen Augen zeigten sie ihm die Excalibur-Akademie, aber als sie ihn fragte, ob sie erstaunlich sei, sagte Leonis ruhig, dass sie es sei. Sie hatte allerdings mit einer noch verrückteren Reaktion gerechnet, aber Leonis konnte nicht glauben, dass sie sogar größer war als seine größte Festung. Beim Rundgang zeigte sie ihm die Bibliothek, die Klassenzimmer und die Aula, bevor sie im Forschungslabor landeten. Diese Orte waren nur ein Bruchteil aller Orte in der Stadt, und es gab sogar noch mehr Schlafsäle, in denen sie wohnten. Außerdem gab es ein Bad und einen Tanzsaal, aber Leonis hatte keine Ahnung, wozu sie diese für den Krieg brauchten. Resalia erklärte ihm, dass die heiligen Schwerter von den Emotionen eines Menschen abhingen und nicht erscheinen, wenn ein Mensch deprimiert ist. Aus diesem Grund konnten alle militärischen Verbindungen in der Vergangenheit das Potenzial des heiligen Schwertes nicht voll ausschöpfen. Aber Leonis hatte das Gefühl, dass etwas mit der Art und Weise, wie sie auf mysteriöse Weise auftauchten, nicht stimmte. Während sie ihm die Stadt zeigte, brach Resalia zusammen, sagte Leonis aber, dass es ihr gut ginge. Da sie zwei Tage lang weg gewesen war, musste sie wieder trainieren, sobald sie sich ausgeruht hatte, um ihr heiliges Schwert herauszuholen
und Leonis fragte sich, warum sie die einzige war, die kein Schwert besaß. Während sie in der Akademie herumlief, fand eines der Mädchen Leonis süß, aber das andere sagte ihr, sie solle sich vor ihm in Acht nehmen, denn er könnte im Bett zu einem Dämonenfürsten heranwachsen. Leonis fragte sich, woher sie wusste, dass er der Dämonenfürst war, dachte aber, dass es nur Zufall war. Als er sah, dass sie alle Mädchen waren, fragte er sich, ob dies eine reine Mädchenakademie war, aber Rizelia sagte ihm, dass es nur so aussah, weil sie im Bereich der Frauenschlafsäle waren. In diesem Moment tauchte ein hässlicher Kerl auf, der aussah, als würde er seit 12 Jahren gegen eine Sucht ankämpfen und machte sich über ihre Kampfnarbe lustig, weil sie zu unfähig sei, auf Expeditionen zu gehen. Rizelia versuchte jedoch, Musel zu ignorieren und mit Leonis zu gehen, aber Blondie hielt sie davon ab und fragte sie, wer Leonis sei. Als sie ihm sagte, dass ihn das nichts anginge, fing er an, ihr ins Gesicht zu lachen, weil sie jetzt auf ein hässliches Kind aufpasste. Obwohl er gegenüber dem König der Knochen respektlos war, versuchte Leonis darüber hinwegzusehen, um normal zu wirken. Musel sagte Rizelia, sie könnte sich seinem Zug anschließen und müsse sich nie wieder Sorgen machen, ihr Leben zu riskieren, zumal sie trotz ihrer Blutlinie nicht in der Lage sei, ein heiliges Schwert zu beschwören. Er versprach, dass er sich mit seiner Spielzeugsammlung um sie kümmern würde. Aber Leonis wusste, dass sie unter seinem Gedankenkontrollzauber standen. Rizelia sagte ihm jedoch, dass sie nicht interessiert sei und wollte zur Seite gehen, aber Musel packte sie an den Haaren und hielt sie fest. Als sie vor Schmerz aufschrie, schrie Leonis ihn an und starrte ihn mit leuchtenden Augen an. Als Musel fragte, was sein hässlicher Arsch tun würde, sprach Leonis seinen dämonischen Zauber auf ihn aus, der seine Beine erzittern ließ, bis er auf den Boden fiel. Er fragte Musel, ob es ihm gut ginge, sagte ihm aber, er solle zuhören, wie das unkultivierte Schwein, das er sei, und warnte ihn, nie wieder einen Finger an ihr schönes Haar zu legen. Musel versuchte, sein heiliges Schwert zu aktivieren, das ein Abbild seines dünnen Zauberstabs war, aber ein mysteriöses Mädchen mit riesigen Kugeln erschien und befahl ihm, den Frauenschlafsaal mit seinem dünnen Schwert zu verlassen, bevor sie ihn vertrieb. Als er sah, dass er besiegt war, ging Musel zusammen mit seinen Lakaien weg. Aber Elfine entschuldigte sich dafür, dass Rizelia ihn ertragen musste. Sie sah Leonis und fragte sich, ob er der Typ war, der mit ihr gekommen war, und stellte sich vor. Während die Kugeln seine Größe für seine Schuluniform aufzeichneten, fragte er sich, da es sich um ein anderes heiliges Schwert handelte, ob diese Kugeln größer waren als die von Regina. Rizelia erzählte Elfine, dass er der Junge war, der sie mit seinem heiligen Schwert geheilt hatte. Da er der erste Mensch mit Heilmagie war, fragte sie sich, ob die große Menge an Mana, die über die Stadt strömte, etwas mit ihm zu tun hatte. Doch während sie weitersprach, verlor Rizelia das Bewusstsein und Leonis merkte, dass ihr der Saft ausging. Ein paar Stunden später erreichten sie endlich ihren Schlafsaal, aber Leonis wunderte sich, warum er so viel älter aussah als die anderen. Drinnen erzählte sie ihm, dass die ganze Stadt nach einem Leistungssystem aufgebaut ist und dass die höheren Ränge sogar ein Jetbad haben. Leonis fragte sich, welche fucking übermächtige Waffe man wohl als Jetbad bezeichnen würde. Als sie zu Reginas Zimmer gingen, sahen sie, dass sie bereits schlief, nachdem sie mit ihren Selleriestangen gespielt hatte. Als sie in ihrem Zimmer ankamen, fragte er sich, warum sie keine Schlösser hatten, aber sie sagte ihm, dass sie der schlechteste Zug in der Akademie waren, so dass sich niemand um ihre Privatsphäre kümmerte. Auf ihrem Bett begann sie einen Plan zu entwickeln, aber sie sagte Leonis, er solle einfach ohne sie baden gehen. Im Duschraum überlegte er, ob er ihrem Zug beitreten sollte, aber er musste niesen, also sagte sie ihm, er solle schon mal duschen gehen. Als er den Duschkopf aufsetzte, war er schockiert, dass sie es geschafft hatten, Feuer und Wasser zu kombinieren, und begann sich den Kopf mit Seife zu waschen, weil er dachte, dass dies eine unglaubliche Technologie sei. Aber worauf er nicht vorbereitet war, war, dass Rizelia sich zu ihm gesellte. Er fragte sich, ob diese 2D-Ho gar keinen Charme hat. Aber sie erzählte ihm, dass sie seine Schwester aus Alabama sei, und fragte ihn, ob er wirklich ihrem Zug beitreten wolle. Schließlich ist sie ohne ein heiliges Schwert schwach und sie sind der schlechteste Zug von allen. Als er sah, wie ehrlich sie über die Nachteile sprach, fragte er sie, warum sie weiterkämpfe, wenn sie so schwach war, anstatt beschützt zu werden. Doch Rizelia schrie, dass sie es niemals verkraften könnte, wenn ein anderer Mensch, den sie liebte, starb. Doch ihr Verstand war endgültig gebrochen. Deshalb aktivierte Leonis die Insignien an ihrem Bein und ihre Augen glühten rot, während ihre Vampirzähne zum Vorschein kamen. In diesem Moment ging sie auf ihn zu und saugte ihm das Blut aus. Als sie sich fragte, was sie gerade getan hatte, offenbarte Leonis, dass er die ganze Zeit über sein heiliges Schwert gelogen hatte, weil er niemanden wiederbeleben konnte und dass Rizelia nie wieder lebendig werden würde. Als Rizelia aufwachte, fragte sie sich, wie er sie zum Bett gebracht hatte, und fragte ihn, wer er wirklich sei. Also beschloss er, ihr die Wahrheit zu sagen. In seinem früheren Leben war er der Dämonenfürst, der Magie anstelle von heiligen Schwertern einsetzen konnte. Um sie von den Toten auferstehen zu lassen, benutzte er seinen mächtigsten Phase 10 Zauberspruch. Er schaffe einen älteren Untoten und machte sie zur ranghöchsten Vampirkönigin dieser Welt.
Noch schlug sie mit ihrem Holzschwert weg und sagte ihnen, dass sie sich nicht zurückhalten würde, wenn sie noch einmal versuchen würden, sie zu beleidigen. Es war Rizelias lebenslange Freundin Sakuya und Rizelia fragte sie, warum diese Männer sie verfolgten. Sakuya erzählte ihr, dass sie sich vom Training in ihrem Lager weggeschlichen hatte, um ihre Rationen zu verspielen. Als sie Leonis sah, kannte sie ihn als den Jungen, von dem Elfine erzählt hatte. Rizelia erzählte ihr, dass er der einzige Heiler in der ganzen Akademie sei und selbst eine Lehre beseitigt habe. Seine Waffe studieren zu erhöhen, sagte Musel, dass er stattdessen die Kräfte von Leonis messen würde. Leonis akzeptierte, sagte aber, er sei schwächer als die Roboter, was Musel verärgerte, als er sein heiliges Schwert zusammen mit seinen Anhängerinnen aktivierte. Rizelia schrie, dass es unfair sei, alle fünf gegen Leonis kämpfen zu lassen, aber Musel sagte, dass es die Fähigkeit seines heiligen Schwertes sei, die Gedanken der Menschen zu kontrollieren und er deshalb nichts gegen die Regeln tue. Trotzdem willigte Leonis ein, allein gegen alle fünf zu kämpfen, und als Aldo ihn daran erinnerte, dass er jederzeit einen Rückzieher machen kann, sagte Rizelia, dass sie Leonis unterstützen würde, da sie seine Wächterin sei. Musel fand das völlig in Ordnung, sagte aber, dass er Rizelia in seinem Harem aufnehmen würde, wenn sie verlieren würden. Leonis willigte ein, sagte aber im Gegenzug zu Musel, dass er nie wieder mit Rizel sprechen würde, wenn er verliert. Rizelia lächelte und rief nach ihrem Übungsschwert, da sie kein heiliges Schwert beschwören konnte. Sobald der Kampf begann, stürmte Rizelia nach vorne, aber Musels Lakaien parierte weiterhin alle ihre Schläge. Leonis merkte, dass ihre Geschwindigkeit bereits zugenommen hatte, seit sie die Vampirkönigin war und als die mal beschützen würde. Sie wollte ihn jedoch noch um etwas bitten, und zwar darum, dass sie beide zusammen stärker werden sollten. Um das Erwachen ihres heiligen Schwertes zu feiern, gab Regina eine Party für alle und Elfine nahm mit Sakuya an dem Fest teil. Sie fragten sich, wie sie ihr Schwert nennen sollten, und während Regina dachte, dass das leuchtende Heiligschwert ein cooler Name wäre, dachte Rizelia, dass der Knochen des Dämonenfürsten besser wäre. Obwohl sie es erweckt hatte, spürte, da er nun bei ihnen wohnen würde, da es keine freien Zimmer mehr gab. Ihnen wurde klar, dass er bei einer von ihnen schlafen musste, und Regina sagte ihm, dass ihr Zimmer das Beste sei, weil sie immer mit seiner Selleriestange spielen würde. Sorry Jungs, ich meinte, erzählte ihm, dass sie eine noch größere Kanone habe als Reginas heiliges Schwert, und Sakuya sagten warum, sagte Leonis, dass sie die ganze Zeit über seine Beschützerin war und dass sie ihm die ganze Nacht seine magische Flüssigkeit aussaugen musste, damit sie weiterleben konnte. Das klingt so verdammt falsch. Leonis wusste, wie verdächtig damit meinte, erzählte sie ihm, dass sie vor 6 Monaten ihre Heiligschwertfähigkeiten verloren hatte, als sie mit einem anderen Zug auf einer Expedition war und jeder einzelne von ihnen sein Leben verlor. Als das Scannen abgeschlossen war, sagte sie ihm, dass er auf ihre Augen achten solle, wenn sie die Geschichte unter der Insel ein großer Kristall befand und dass die Menschen zwar glauben, sie würden die Magie kontrollieren, aber in Wirklichkeit die Kräfte des Kristalls extrahieren. So gab ihm das neue Mädchen mehr gefalle als sie, aber er sagte Sherry, dass sie ihm vergleicht. Beide mit seinen Ranken. Und das ist das Ende des Videos. Wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, abonniert den Kanal und lasst ein Like da. Aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst, und schreibt uns in die Kommentare, welchen Anime ihr als nächstes sehen wollt. Ich danke euch auch fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Also passt auf euch auf und macht's gut. Ciao.